geht es jetzt mit Super Needle World 2, dem Let's Play von mir. Und ja, ein rutschiges Level, gefüllt mit einigen gefrorenen Gefahren. Ja, das ist rutschig, hier ziemlich, das ist nicht schön, aber diese gefrorenen Goombas hier und diese gefrorene Shell und Koopas, das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Also, das hat sich wirklich einen Gummipunkt verdient. Nee, wirklich. Ich finde das schön. Und dann hier so ein paar sind dazwischen durch. Die leben. Das ist fies. Da springe ich lieber gleich drüber. Okay, ich will die Shell. So, um dich zu töten, genau. Und dieser gefrorene P-Switch. Sieht wirklich schön aus, finde ich. Gut, ja, hier geht's weiter. Hier ist auch dieses gefrorene Wasser hier. Kann man drauf laufen. Das ist wirklich eine schöne Idee. Hier ist dieser Boulder. Ja, wirklich toll gemacht. Da bin ich wirklich selbst auf mich stolz. Dieser Boulder Chuck ist fies. Hier, ich will nicht in deinen komischen Stein reinspringen. Ich gehe jetzt einfach. Ich mag dich nicht. Wow. So. Münzen will ich haben. Will ich haben. Oh. So. Dann brauchen wir hier das Springboard. Und hier brauchen wir den Midway Point. Und hier brauchen wir noch ein paar Münzen. Und hier brauchen wir die Röhre, wenn ich dann reinkomme. Gut. Dann kriege ich erstmal hier eine Feuerblume in den Arsch geschoben und hier ist heute Mr. Deppelman besucht das bestbewachte Gefängnis in der Welt. Aber warum? Vielleicht will er jemanden befreien. Genau. Vielleicht will er das. Und gegen den müssen wir dann sicherlich kämpfen. Wer das ist, das weiß ich selber nicht, auch wenn ich schon ein paar Level vorgespielt habe. Das ist ja nett. Kommt mir gleich so eine Bullet ins Gesicht. Ne, hier sind wieder so Präzisionssprünge und das auch wieder auf so einem slippery Untergrund. Das ist ja eigentlich tödlich für mich. Das ist mir jetzt... Oder kann ich das noch... Ne, ja. Gut, dass ich da mal ein Safe State gesetzt habe. Okay, weiter geht's. Nee, das ist wirklich, finde ich, schwierig. Kann Leute geben, die das mit einem Rutsch, wow, machen. In einem Rutsch, aber ich mache das sicher nicht. Und auch nicht ohne Safe States hier. Dieser Cooper sieht sehr schön aus, finde ich. So gefroren und wow, finde ich. Das sieht gut aus. Hier kriege ich natürlich alles ins Gesicht, was dieses Level hergibt. Ist klar. Ah! Komm. Ich renne jetzt hier. Ja. Nein! Hallo? Darf ich? Ja. Das ist toll. Ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns gleich da, wo ich war, wieder. So, da bin ich wieder in Super Needle World 2. Hier sind wir. Ja, genau. Letztes Mal gerade. Also vorhin haben wir hier aufgehört. So, das können wir ihm schön in die Fresse schmeißen und dabei unseren Pilz verlieren. Beziehungsweise Mario verliert seinen Pilz. Das ist schön. Natürlich, da ist so eine Lücke und da muss ich gerade reinspringen. Und in den Bullet Bill. Da muss ich natürlich auch reinspringen. Das macht ja so viel Spaß. So. Was macht der da? Der kleine Cooper tritt dem anderen Cooper in den Arsch, oder was? Okay. Dabei sind sie gerade erfroren.
Wie schade. Okay, gut, aber damit wäre das Level auch geschafft. Schön. Dann geht es jetzt weiter. Also ich mag dieses rutschige Level irgendwie nicht. Also ich finde die Idee schön, dass da alles so eingefroren ist und so. Aber rutschiges Level ist wirklich nichts für mich. So, Bug Cave. Und das ist das Level, wo ich nur mal kurz reingeschaut habe und dann gleich schon wieder mich hab sterben lassen. Was wird mir hier gesagt? Das ist ein Level mit einem Secret Exit, der zu einer Special Information Area führt. Ja, gut. Und die Musik ist wirklich komisch, aber passend. Was? Ich sterbe da drauf. Okay. Dann, okay. Dann nehmen wir mal den Key mit. Okay, dann warte ich hier lieber. Okay. Okay, okay, okay. Was ist das? Okay. Das sieht schön aus. Ich finde, diese Kristalle hier sehen schön aus. Pilz bitte? Ja, damit fühlt man sich doch gleich viel sicherer. Aber warum kann man nicht hinter den Kristallen laufen? Das finde ich schade. Das sähe bestimmt auch noch cool aus. Bin zwar jetzt auch kein Experte wirklich, was das Editieren von Leveln in Super Mario World angeht, aber es sähe bestimmt schön aus. Kann ich mir einfach vorstellen. So, dann geht es weiter. Ich suche auch den Secret Exit außerdem hier in diesem Level, weil das einfach schön ist und irgendwie auch dazugehört. Und ja, und ich möchte nicht von diesem komischen Blark getroffen werden. Dafür lasse ich mich von diesem Spike hier treffen. Spike Top. Versteinertem Spike Top. So, hier ist wenigstens ein Midway Point wieder. So. Das ist toll. Ah! Nein! Was? Dafür kriege ich jetzt. Ich will die Feuerblume haben. Ha! So. Ha! Das war gut. Gut, dann hier weiter. Da weiter. So. Hier geht's bestimmt. Moment. Zwei Möglichkeiten, oder? Also hier geht's einmal durch. Was ist hier unten? Nix, der Tod. Schön. Dann, Moment, ich will meine Feuerblume bitte behalten, Mario. Die sind feuerresistent. Schön. Dann behalte ich sie halt nicht. Dann nehme ich mir wieder den Pilz mit. So, hier muss bestimmt dieses komische Secret sein. Hallo? Nicht? Da unten sieht es auch. Warum? Ach so, hier ist ja der Safe State. Hä? Das sieht. Nee, ich wollte keinen Safe State machen. Ich sollte mal eine Rewind-Taste festlegen, vielleicht. Das wäre sehr von Vorteil. Moment, ich gucke gerade, wo ich rauskomme und dann muss ich das schon wieder schneiden. Ich sollte sowieso gleich mal hier. Ja, okay, das kann ich noch gerade so akzeptieren. Aber ich habe meinen Schlüssel nicht mehr. Dann mache ich den Secret Exit später. Nö, das sehe ich ja gar nicht ein. So, dann mache ich hier aber auch einen kurzen Schnitt, denke ich. Und dann geht es das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.